Guten Morgen, was geht ab? Herzlich willkommen hier vom Europapark. Ne, warte mal, hier bei mir zu Hause, stimmt. Ich habe nämlich was für euch. Um euch die Wartezeit, die Langeweile zu Hause ein bisschen zu versüßen, habe ich mir was besorgt und zwar den schönen Full Train von Coaster Dynamics, ja. Coaster Cutout ist es. Den habe ich mir organisiert, den habe ich mir bestellt. Sehr geiles Teil. Ich habe richtig Bock, den jetzt aufzubauen. Ich wollte euch eigentlich nur begrüßen. Ich würde sagen, bevor wir Zeit verlieren, wir fangen direkt an zu bauen. Hier haben wir das schöne Teil und wie ihr hier auch sehr schön erkennen könnt, 100 Stück wurden hergestellt. Als ich bestellt hatte, habe ich gesagt gehabt, bestimmt bekomme ich die 73. Das war meine Voraussage. Die 87 ist es geworden. Am geilsten hätte ich ja die 99 gefunden. Egal. Hauptsache ich habe eine von 100. Welche ist doch scheißegal. So, wir machen, ich glaube man kann, jawohl, perfekt. Ich habe gedacht, man muss jetzt hier die einzelnen Seiten erstmal abklipsen. Aber geht scheinbar am Stück. Und jetzt springen uns hier schon die ganzen Platten entgegen. Dann haben wir hier in den einzelnen Päckchen die 5 Waggons und das Frontcar. Und wenn ich jetzt hier sehe, was auf mich wartet, da habe ich richtig Lust. Und das hier ist dann die Schiene mit den Stützen. Ein dickeres Päckchen, aber auch mit größeren Teilen. Soweit ich mich nicht irre, sind hier auch 2 Platten. Nur einmal, ja, ich sag mal die Bodenplatte. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist also quasi nur ein Stück in diesem ganzen Holzrahmen hier. Wir nehmen uns jetzt natürlich erstmal dieses Päckchen hier. Normalerweise finde ich es immer besser, ein Feuerzeug zur Hand zu haben. Dann kann man immer so eine Ecke abbrennen, dann perfekt abreißen. Aber es geht doch sehr gut. Dann werden wir hiervon alles brauchen. Und hiervon schon einiges. Und zwar werden wir jetzt erstmal 4 Sitze bauen. Das heißt, wir brauchen erstmal 8 von denen hier. Weil es 2 pro Sitz sind. Und dann gucken wir, was wir noch so brauchen. In der Zeit kann ich ja mal ein bisschen erzählen, was so noch hier zu Hause auf meinem PC an Videos wartet und wie es dann, was ist denn hier direkt mit dem ersten Teil los? Ei. So, jetzt habe ich hier gerade ein paar Komplikationen gehabt, weil hier bei einem nicht richtig, ja, gecuttet wurde, sage ich mal. Jetzt muss ich hier mit einem Cuttermesser nochmal nachhelfen. Aber gut, wir brechen uns jetzt hier die ganzen Teile heraus, die wir brauchen. Ich hoffe, das war jetzt wirklich ein Einzelfall. Bei den Train Sets hatte ich keine Probleme, da ging alles einwandfrei, da war alles wunderbar, keine Probleme, wirklich. Und jetzt hier wollte ich gerade das erste Teil rausbrechen und direkt geht's so los. Ich dachte schon, na wunderbar. Aber gut, lassen wir uns nicht abhalten, wir haben trotzdem noch Lust, auf uns wartet eine jede Menge Spaß. Und ich würde mal sagen, die Zeit, wo ich hier das rausbreche, nutze ich gerade mal, um euch zu erklären, um euch zu erzählen, was denn so in Zukunft überhaupt geplant ist. Dieses Jahr sind 3 Touren geplant. Wie viele Parks und so insgesamt, kann ich euch gar nicht sagen. Auf jeden Fall wird Deutschland komplett abgehakt. Also die restlichen deutschen Freizeitparks werden besucht, die noch auf unserer Liste fehlen. Dazu möchte ich sagen, wir besuchen nicht alle Freizeitparks, die es gibt. Wir sind auch nicht auf Counten unterwegs. Also wir counten nicht. Uns geht's einfach nur darum, jeden Freizeitpark besucht zu haben, der uns reizt. Wo irgendwas steht, wo wir sagen, ey, das wollen wir fahren. Das wollen wir gefahren sein, da wollen wir mitsprechen können. Und davon wird jeder Freizeitpark besucht. Und da fehlen noch ein paar hier in Deutschland, die werden dieses Jahr abgehakt. Und wenn Deutschland dann erledigt ist, beziehungsweise in der letzten Tour, wo die letzten deutschen Freizeitparks gemacht werden, ist Schweiz mit dabei, da wird die Schweiz direkt mit abgehakt und danach gibt's noch eine extra Tour und zwar Österreich, da wird Österreich abgehakt und jetzt sehe ich hier schon wieder das nächste Problem. Schaut euch das mal an. Das ist ja scheiße ist es. Dann hat halt ein Zug ein Bügel weniger irgendwo in der Mitte. Und wenn Corona das alles erlaubt, haben wir nach 2021 Deutschland abgehakt, Österreich und die Schweiz. Das ist mein großer Traum, sage ich mal. Also, was heißt mein großer Traum? Das ist mein Ziel, mein Vorsatz, mein Vorhaben für 2021. Und mal gucken, inwiefern mir Corona da hier einen Strich durch die Rechnung zieht. Bin ich mal gespannt. Geht's hier weiter mit den Sitzen? Die Teile hier brauche ich auch. Wir haben alles bis auf diese Dinger hier, was zwischen die Bügel kommen, richtig? Richtig. Das sollte es gewesen sein. Dann sortieren wir uns das Ganze jetzt hier mal erstmal.
So, hier müssen wir aufpassen, weil manchmal sind hier so ein paar, ich sag mal, Dekorationen reingraviert, reingelasert, dass die dann halt auch außen sind, da wo man sieht. Dann halten wir einfach zwei nebeneinander. Da kommt ein Sitz und der wird hier dran geklackt. Dran geklickt. So, immer wenn es schön Klick macht, dann ist es drin. Ist aber leider nicht immer so der Fall, habe ich festgestellt, bei den Trainsets. Da kannst du bei manchen drücken, wie du willst. Die sind schon ganz unten. Du siehst, dass die theoretisch gar nicht mehr weiter reinpassen. Aber es hat bisher nicht geklickt. Das ist manchmal sehr komisch. Dann kommen diese Dinger hier, die fand ich schon bei dem anderen, bei dem Hypercoaster sehr wackelig und nicht allzu stabil. Die wackeln sehr leicht hin und her, aber hier sind die sehr schön fest. Ich hoffe, das bleibt so. Und es ist jetzt kein Einzelfall. Aber bis jetzt wirken die doch alle sehr schön fest. Perfekt. Jetzt noch der Bügel. Ja, moin. Das war ein bisschen falsch. So. Und schon, jawohl, haben wir den ersten fertigen Sitz. Sieht doch schon mal sehr geil aus. Wie schade, dass ich mich da nicht reinsetzen kann und eine Runde fahren kann. Eine Runde Black Mamba. Da hätte ich jetzt Bock drauf. So, das Ganze mache ich jetzt noch dreimal. Ich würde sagen, es dauert viel zu lang, wenn ich es jetzt noch dreimal auf Kamera mache. Ihr habt gesehen, wie es funktioniert. Und dann sehen wir uns wieder. Jetzt haben wir hier die vier fertigen Sitze. Bei dem einen fehlt leider ein Haltegriff, ein Teil von dem Bügel, weil er, wie gesagt, nicht richtig gecuttet war. Da hole ich mir dann später aus einem anderen Päckchen ein Stück raus und lass dann in der letzten Reihe einfach hier so in dem einen von dem mittleren Zug ein Teil weg. Dann kommen die jetzt erstmal zur Seite. Dann würde ich sagen, reißen wir uns die Seite mal ab und brechen uns das alles mal raus. Das wäre einmal das Teil hier. Das Teil. Und dann kommt das Teil auch noch. Und zum Schluss noch die zwei. Ne, der hier nicht, aber jetzt sind sie draußen. Ja, das sieht schon wieder so dünn gecuttet aus. Aber es ist richtig durch. So, die zweite Platte ist leer. Und dann fangen wir mal an hier mit den Teilen. Aha, guck mal, dann kann ich das auch noch viel einfacher machen. Dann stecke ich das jetzt hier so durch. Zack. Und wir den direkt mit hier rein. Zack. Und die werden wieder geklickt. Aha. Da hat er was. Jawohl. Das hat sich doch gut angehört. Jetzt noch den hier. Zack. Oh, wir brauchen ja noch ein Teil. Und zwar das hier. Um den ganzen Kasten hier auch zu schließen. Ah, ich liebe es, hier so drauf rumzudrücken und es knackst immer mehr. So ein schönes Gefühl. Das könnte ich den ganzen Tag machen. Dieses Teil werden wir somit auch fertig. Und jetzt kommen hier die Sitze dran. Ah, ich hab's befürchtet, dass es wieder ein Akt wird. Ja, und jetzt haben wir hier den halben Bügel, wo dann später noch die andere Hälfte dazukommt. Und jetzt haben wir hier noch dieses Verbindungsteil, was die ganzen
Teile dann natürlich auch festhält und dann nicht mehr hin und her wackeln lässt. Und somit bleiben die Sitze jetzt in einer Reihe. Wäre jetzt zwar schön, wenn noch der Bügel hier fertig wäre, aber man kann ja auch nicht alles haben. Somit drücken wir uns jetzt einfach mal hier den ganzen Rest raus, weil das ist ja jetzt auch alles, was wir brauchen. Und dann ist das erste Päckchen auch schon fertig. So, die ersten drei Blättchen sind schon leer. Jetzt sortieren wir uns das hier nochmal schön. Das sind ja zwei andere. Die hier sind gleich. So, dann haben wir jetzt alles auch sortiert. Und jetzt bauen wir das hier. Diese drei Schritte. Wo haben wir das erste Teil? Hier ist es doch. Und damit hätten wir den ersten fertig. Das machen wir jetzt noch ein zweites Mal. So rum. So rum. Ist ja auf der anderen Seite, ne? Oder verstehe ich das jetzt falsch? Weil der ist ja jetzt hier so rum. Wenn ich ihn jetzt aber auf die andere Seite hängen würde, wäre der ja andersrum. Das heißt, ich mache den jetzt spiegelverkehrt hier dran. Bevor wir das jetzt aber zuklacken, gucken wir uns nochmal erstmal an, ob ich das jetzt hier richtig gemacht habe. So, das heißt, so wäre das jetzt. Und das ist jetzt einmal spiegelverkehrt. Jawohl, so wollen wir das haben. Somit wären wir mit den beiden auch fertig. Zack. Jetzt bin ich gerade mal kurz hängen geblieben. Und somit. Ah, da ist gerade so ein Teil vom Bügel abgefallen. So ist es richtig. So muss das sein. Dasselbe jetzt nochmal hier auf der Seite. Das kommt hier drunter. Das muss gleich hier in die Lücke und diese zwei Schnibbel müssen hier rein. Hiermit wären wir jetzt schon fertig und ich weiß nicht, wofür ich diese vier Dinger hier übrig habe. Das war jetzt hier das Frontcar. Ich will sagen, die anderen fünf Wegen hier, die mache ich alleine. Das macht ja jetzt keinen Sinn, wenn ihr da jetzt nochmal fünfmal zuguckt. Das ist jetzt schon viel zu langes Video. Das sieht jetzt, so sieht das Endprodukt aus, eines Frontcars. Die anderen werden nicht anders aussehen, abgesehen von denen hier oben, dass das hier ein bisschen mehr nach vorne geht. Ansonsten identisch. Hier klaue ich mir gleich noch einen Bügel aus dem anderen Päckchen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns, wenn wir das Päckchen für die Schiene aufmachen, ne? Wenn die ganzen fertigen Waggons hier liegen. Alles Gleiche. I like when we
Und da sind wir auch schon wieder. Wie ihr seht, habe ich jetzt hier die ganzen Gondeln fertig gebaut. Jetzt habe ich hier auch schon meine ganzen Teile rausgebrochen aus den Holzplatten, die wir brauchen. Insgesamt bauen wir 3 Schienenteile. 2 habe ich schon mal fertig gemacht. Da haben wir einmal hier so ein Kragestück. Dann habe ich schon mal eins vorbereitet, wo eine Stütze mit dran kommt. Die Stützen liegen aber noch hier. Die bauen wir dann gleich zusammen. Ich habe nur schon mal 2 Streckenelemente fertig gebaut, weil ich eine hier noch mit euch zusammenbauen kann. Ja, so in etwa wird die jetzt aussehen, die wir auch bauen. Bloß halt, dass sie noch ein bisschen mehr gebogen ist und die Stütze relativ weit mittig liegt und nicht hier an der Seite. Ja, was wir dafür brauchen, ist quasi das alles hier, was hier liegt, außer von der oberen Reihe, und das hier sind nur die Stützen. Als erstes brauchen wir die 2 Teile hier und die Platten hier ohne Löcher. Und die kommen dann auf die obere Seite drauf. Und hier unten kommen dann gleich die mit den Löchern. Aber wir kümmern uns erstmal um oben. Nochmal ein letztes Mal jetzt hier das ganze Klacken genießen. Sofern es auch klackt. Und das kleine Teil kommt jetzt hier in diese 2 Löcher oder Schlitze. Und genauso kommt jetzt hier das Gegenstück auch hier dazu. Und dann wird das Ganze hier zusammengeklackt, zusammengeklickt, zusammengesteckt. Wie sagen wir das jetzt? Ich weiß es nicht. Zack, zack. Und man sieht, es ist gerade. Jetzt können wir hier weiter schön gucken, dass es auch alles über den Löchern ist, dass wir jetzt hier nicht drücken und am Ende machen wir es kaputt. Aber jetzt sieht das gut aus. Jawohl. Da brauchen wir jetzt, wie gesagt, die mit den Löchern. Da muss man aufpassen, ob die jetzt so rum oder so rum reinkommen. Aber ich habe auch festgestellt, selbst wenn man mal, also es kommt natürlich drauf an, wo, bei welchem Teil und was für ein Teil. Aber die Teile, die ich drin hatte und ich musste sie wieder rausmachen, weil ich irgendwas vergessen hatte oder falsch gemacht hat, habe ich problemlos wieder rausbekommen. Also von daher sollte es dort eigentlich keine Probleme geben, wenn man mal doch mal was falsch reingeklickt hat. Und ich meine, selbst wenn, dann baut man es wieder auseinander und hat umso mehr Bauspaß. Ist doch gar nicht so schlimm. Dann brauchen wir jetzt die 3 Teile hier, um die 3 Löcher hier zuzumachen. Da müssen wir erstmal gucken, welches für welches ist. Das sieht schon mal gut aus und das ist das nicht, weil wir wollen es ja komplett zu haben. Gucken wir auch schön mal, welche Seite schöner ist. Ah, ich will lieber die draußen haben. Am Anfang habe ich gedacht, wo ich noch die Gondeln gebaut habe, auf die Schiene freue ich mich richtig. Das wird auch noch mal richtig lange dauern, aber das ging jetzt irgendwie ruckzuck. Ohne Scheiß, das ging so schnell. Ich habe jetzt diese 3 Schienen gebaut in der Zeit, wo ich einen Zug gebaut habe. Es hat schon so Spaß gemacht, dass ich mir fast überlegt habe, noch so ein Ding zu kaufen. Einfach nur, dass ich nochmal bauen kann, aber nee. Nee, nee, nee. Mit dem Geld können wir Besseres machen, definitiv. Und die tun wir hier so drauf. Wippen. Klack. Und zuletzt hier jetzt noch das letzte Stück der Schiene. Auf der Anleitung steht zwar, man soll das jetzt noch nicht drauf machen. Das würde man erst später machen. Aber für mich ergibt es keinen Sinn, noch zu warten. Deswegen mache ich es jetzt schon dran. Dann sind die Streckenelemente wenigstens schon mal fertig. Schön alles festdrücken. Und Leute, sieht das nicht geil aus? Wer hätte jetzt auch Bock, eine Runde hiermit zu fahren? Na okay, das wäre ein bisschen kurz und langweilig. Aber wie gern würde ich wieder in eine Achterbahn fahren? Ist schon zu lange her. Vor allem, wenn man zuhält, sieht es aus wie die Krake. Gerade so am Absturz. Chillig, hätte ich jetzt Bock drauf. Okay.
genug geträumt. Dann noch hier den Deckel drauf, damit auch die Stütze dann gleich angebracht werden kann. So, und fertig ist das Stück Schiene. Jetzt haben wir alle drei Stücke. Die tun wir jetzt noch zusammenbringen, die Stützen zusammenbauen. Und hier vorne kommt das dran, hier mal schön aufpassen, dass da, wo die Gravur drin ist, auch schön zur sichtbaren Seite zeigt. Das ist mir zum Beispiel auch, ich glaube, bei einem von den Train-Dingern passiert, also beim Hyper oder beim Giga-Train, dass ich da einen Sitz oder so eine Rückenlehne falsch rum dran hatte und dementsprechend die Gravierung auf der Rückseite war und man hat sie ja da nicht gesehen und das bringt ja keinem was. Und da musste ich zum Beispiel auch nochmal abmachen. Aber wie gesagt, es gab nie Probleme. Oh Junge, habe ich gerade Angst. Ach du Scheiße. Ich kann euch auch gleich erklären, was hier nämlich das Schwere daran ist. Und zwar sind hier solche Kanten und diese Kanten müssen wir hier durchschieben und die kommen dann hier an den Löchern wieder raus. Und das ist das Schwere daran, die jetzt da durchzuquetschen, bis die hier an den Löchern sind. Und dazu müssen wir noch hier diesen Noppen hier in diese Löcher klacken. Jetzt wird mir, glaube ich, vielleicht auch klar, warum diese Dinger hier noch nicht dran sollten. Aber jetzt beim ersten hat es auch geklappt, dann werde ich es bei dem auch hinkriegen. Na, hier geht schon ab, aber das ist ja nicht so schlimm. Solange nichts bricht. Man weiß halt nicht, wo man den Druck drauf ausüben soll, dass es jetzt an der richtigen Stelle ist. Jawohl, das sieht doch gut aus. Perfekt. So wollen wir das haben. Jetzt kommt der magische Moment, denn jetzt werden die Schienen zusammengeklackt. Dazu brauchen wir hier diese vier kleinen Teile. Die kommen hier an die Seiten dran. Und somit werden die zusammengeführt. Und hier nochmal dieses Teil, was auch nochmal hier an die Seite mit reingeht. Teile sind viel zu groß. Zwingen der Stütze hier. So. Ich würde sagen, das hier sieht auch schon mal ganz gut aus. Wäre das so ein Full Train vom Hypercoaster? Wäre auch nicht schlecht. Der jetzt hier so runter geht. Geil. So. Macht's gut. Jetzt hätte ich fast dieses Teil hier vergessen. Wichtig. Sieht das nicht geil aus, wenn es so rum jetzt steht? Geil. Und zu guter Letzt die letzten vier Teile. Da nehmen wir hier
Muss mir aufpassen, weil hier ist abgerundet, hier ist eckig. Das Eckige kommt nach unten. Also so. Und dann kommt hier noch das Runde hier drauf. Das wird hier dann auch festgeklackt. So, fertig. Und jetzt haben wir keine Einzelteile mehr. Das waren die letzten. Jetzt haben wir nur noch fertig zusammengebautes Zeug, was jetzt alles zusammen verbunden wird. Und dann steht der Inverted Coaster. Da ich die Schiene mit einer Hand nicht hier reinbekomme und für die Kamera leider keine ordentliche Position finde, mache ich das jetzt gerade mal kurz abseits der Kamera. Ihr verpasst da nicht viel. Lediglich wird hier der Schlitz über den Schlitz gesteckt und hier in diese zwei Löcher kommen nochmal hier diese Noppen rein. Aber ansonsten passiert hier nicht mehr viel. Das Ganze hier nochmal auf der Seite. Und ansonsten, wenn die ganzen Gondeln reingemacht werden, seid ihr natürlich wieder mit dabei. Ja, und die Dinger, wie gesagt, keine Ahnung, was mit denen ist, warum es die gab. Sind halt da, wurden nicht gebraucht, keine Ahnung. Jetzt kommen wir zum letzten Schritt und zwar kommen jetzt die ganzen Waggons auf die Schiene. Da bin ich jetzt echt mal gespannt. Da frage ich mich schon die ganze Zeit, wie das hier hält und wie das, also auf was das liegen wird, ne? So gesehen. Weil wenn ich das richtig auf die Rollen haben wollen würde, würde das auch gar nicht passen. Aber ich sag euch ganz ehrlich, ob das jetzt auf den Rollen liegt oder auf etwas anderem, das ist doch egal, oder? Hauptsache der Zug liegt schön hier drauf. Na, das war ein bisschen zu weit. So. Das Problem ist jetzt nur, jetzt frage ich mich, wie soll ich hier gleich 6 Züge verschieben? Mit 2 Händen. Aber das sollte ich hinkriegen. Wir sind fertig mit dem Gebaue. Hat sehr viel Spaß gemacht. War richtig geil. Die Box hier wird natürlich aufgehoben. Ich habe in die Box die ganzen leeren Bretter reingemacht, damit hier wieder ein gewisses Gewicht drin ist. Damit die nicht so leer und leicht wirkt. Oder damit sie nicht so leer und leicht ist. Ja, nochmal hier die Zahl 87. Mir ist mittlerweile egal geworden, was für eine Zahl es war. Hauptsache, ich habe dieses sehr schöne Teil hier bei mir zu Hause rumstehen. So, und jetzt wisst ihr auch, was ich meine mit, ich habe den Zug umgedreht, dann nach rechts fährt, weil sonst würde er jetzt hier gegen die Wand fahren. Und solange er hier rumsteht, bleibt er in diese Richtung und sobald mein Büro fertig ist, kommt er dorthin, dann wird die Fahrtrichtung getauscht, damit er nach links fährt. So wie es vorgesehen ist, damit man hier auch die schöne Gravur sieht. Diesen wunderbaren Bogen. Hier noch mit der schönen Box dann auch dazu natürlich. Sehr schön. Ich weiß nicht, ob von dem Full Train überhaupt noch was da ist, weil die waren limitiert auf 100 Stück. Dementsprechend, wenn nichts mehr da ist, habt trotzdem Spaß mit den Train Sets. Die sind richtig geil und ich rede hier davon, als würde ich die selber verkaufen. Schön wär's. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Ciao, ciao. I'm a rollercoaster junkie.